Also, wir wollten jetzt mit den Menschen handeln. Das waren auch die Menschen, oder? Gucken wir mal ganz kurz. Trade Goods Available steht nirgends wo der Name. Denn halt anders. Gucken wir mal, wo die hier sind. Eine Menschenkarawane von Amygdur ist eingetroffen. Sehr schön. Ich werde diesmal nicht ewig lange nach Essen suchen und das raussuchen irgendwo off-camera, sondern wir haben jetzt ja eigentlich genug zu essen schon da und hoffentlich auch permanent genug zu essen, dank unserer riesigen Pilzfarm. Das heißt, das dürften wir uns eigentlich sparen können. Das ganze Metall nehme ich mal mit, weil das auch Sachen sind, die wir nicht so unbedingt immer bekommen. Lignit, Mika. Nö, Glas brauchen wir auch nicht wirklich. Lehm hält sich auch in Grenzen, aber Holz. Holz brauchen wir immer und in Massen. Jedenfalls so lange, bis unsere Pilzfarmen groß genug sind. Dann würde ich ja gerne mich auf eine Holzfarbe beschränken. Also ich glaube, die Pilze waren entweder weiß oder gelb. Also es gibt eine Pilzart, die weiß ist und eine Pilzart, die gelb ist. Was natürlich auch recht ärgerlich ist. Die könnten ruhig beide weiß oder beide gelb sein. Aber das gehört halt zum Micromanagement von Dwarf Fortress dazu. So, jetzt suche ich eigentlich nur noch nach Waffen und irgendwas anderem, was einem so ins Auge fallen könnte. Bronzepick, Iron Pike, nö, hält sich in Grenzen. Die Rüstungen sind alle viel zu groß. Können wir alles ignorieren? Also ja, wir könnten es theoretisch kaufen und dann einschmelzen. Aber mit Holz habe ich es ja momentan. Da haben wir nie genug. Leder. Leder und Stoff könnten wir ein bisschen kaufen. Das ist vollkommen richtig. Kostet auch nicht viel. Können wir Klimbim draus machen, damit unsere Leute auch ein bisschen trainieren können. Und wir brauchen eh noch jede Menge Leather Hoods und Leather Mittens und was weiß ich für unsere Rüstungssets. Wir haben noch nicht mal den einen Trupp jetzt vollkommen ausrüsten können. Geschweige denn von drei Trupps, die ja eigentlich geplant sind. Also ja, Leder brauchen wir jede Menge. Bolzen. Also richtige Metallbolzen zum Schießen werden wir später auch brauchen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie wichtig die Metallart ist. Also ich weiß, Metallbolzen machen allgemein mehr Schaden als Holz- und Knochenbolzen. Aber ob der Metalltyp auch groß mit reinspielt, bin ich mir nicht sicher. Ah, müsste eigentlich, weil jedem Metall wurde jetzt ja ab Dwarf Fortress 2010, glaube ich, bestimmte Werte zugeteilt. Also wie scharf die sind, wie viel Wucht die haben, wie viel Gewicht die haben und so weiter. Also müsste es auch bei Bolzen wichtig sein. Bronze. Als was zählt denn ein Bolz? Als Stich oder als Hieb? Eigentlich eine Mischung aus beiden, ne? Sonst würde ich ja sagen, Silberbolzen wären am effektivsten, weil die halt mit schön viel Wucht einschlagen. Oder Bronze, weil sie halt spitz sind. Da hatten wir auch schon eine Diskussion bei den Hammern. Da, bei den Hammern war ja Silber am besten und bei den Schnittwaffen, also Äxte und Schwerter, waren das Bronze. Aber ja, das werde ich dann später gucken müssen. Wahrscheinlich produzieren wir die einfach nur aus Eisen, weil wir davon recht viel bekommen. Zum Beispiel durch diese Ambosse hier, die wir immer schön einschmelzen. Und ein bisschen Fisch nehme ich doch mit. Was mir gerade mal so auffällt, wir haben gar keine Fischer. Allgemein bin ich bei Fischern ja ein bisschen skeptisch, weil die die Angewohnheit haben, immer rauszulaufen und dann umgebracht zu werden. Also ja, man kann einstellen, sie sollen nur an den und den Stellen fischen. Aber das heißt ja nicht, dass die Zwerge sich dran halten. Die haben ja so ihren ganz eigenen Willen. Aber ja, das sollte ich vielleicht auch nochmal angehen. Dann sind wir halt noch unabhängiger und haben auch noch mehr Auswahl. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass die ganzen Pilzsachen, die da dann wuchern werden in unseren Pilzfarmen, irgendwann den Zwergen auch zum Hals raushängt. Aber gut, wir haben jetzt 4500 auf deren Seite schon. Sollten wir bei uns auch etwas dazu packen? Nee. Und ja, ich hätte vielleicht vorher unseren Kinkerl jetzt den Haufen sortieren sollen, damit ich jetzt nicht überall gucken muss, was ich reinschmeißen kann und was nicht. Denn dabei ist es noch schwieriger zu reden, weil man ja wirklich nachdenken muss, wenn man raufklicken muss. So, das nicht, das ja. Aber es geht ja schnell genug. Wir haben so viel Granitzeug, obwohl ja eigentlich Granit unser primäres Baumaterial ist. Aber davon haben wir auch so viel, das ist schon in Ordnung. Eigentlich hätte es ja so einstellen müssen und hatte ich es am Anfang ja auch eingestellt, dass die einen Workshops mit Granit arbeiten, die halt für uns die Möbel herstellen und die Bodenplatten und so weiter. Und die anderen, da wollte ich schon eine Socke reinschleichen.
Und die anderen Workshops, beziehungsweise Crafts Dwarfs Workshops, mit den anderen Steinsachen arbeiten. Aber das war so eine Friemelarbeit, das habe ich dann irgendwann aufgegeben. Sollte ich vielleicht aber irgendwann nochmal angehen. Gerade wenn wir später Sachen herstellen wollen, die etwas kostspieliger sind, ist das jede Menge Micromanagement. Also wenn wir zum Beispiel die Innereien von irgendeinem Forgotten Beast verkochen wollen mit bestimmten anderen Sachen, um denn das Superessen zu erschaffen, da muss man ja richtig abgeschottete Bereiche haben mit autarker Lebenserhaltung und was weiß ich. Ja, aber jetzt sind wir aus dem Handeln fertig. Tee, er ist ekstatisch, das ist sehr schön. Kirugon kann weg und das kann alles zurück. Aber apropos autark, das ist gar nicht so eine schlechte Idee gewesen. Also in den Kommentaren stand zum Beispiel drin, dass wir theoretisch noch ein Fort in einem Fort erschaffen könnten. So als Notfalllösung, was gar nicht mal so schlecht klingt. Also wir nehmen einfach einen Bereich, den buddeln wir aus, sichern wir mindestens genauso gut wie in unserem Bereich hier oben, aber machen es dann so, dass da nur bestimmte Zwerge rein dürfen und die dürfen da auch nicht wieder raus. Dann muss halt nur sichergestellt sein, dass sie da drin auch genug Essen haben, genug Trinken haben, selbstständig auch genug Essen und Trinken wieder bekommen und so weiter. Und dann mauern wir die ein und lassen die einfach in Ruhe und kümmern uns gar nicht drum, außer irgendwas geht schief. Was irgendwie immer passiert bei Dwarf Fortress. Aber ja, der Plan ist halt, wir lassen die einfach in Ruhe und sind als Backup-Plan da. Das heißt, wenn unser Fort hier überrannt wird, kümmern wir uns einfach um die anderen Zwerge, die jetzt irgendwo hier daneben eingemauert sind und erobern mit denen dann das Fort wieder zurück. Aber das ist eine Menge Arbeit. Oh, und wo ich gerade das Ausrufezeichen hier blinken sehe, da wurde geschrieben, dass eventuell wir kein Glas-Furnace haben. Also eine Glasschmelze. Da bin ich mir nicht sicher. Ich dachte, wir hätten hier auf dem Schmiedelevel alles einmal gebaut. Wood Furnace, Metalsmith Forge, Kiln, Smelter. Nö, nix von wegen Glass Furnace. Das sollten wir gleich mal ändern. Okay, also PX. Schneiden wir da wieder unser 3x3 Feld raus. So. Und bauen hier BE für Furnace. Glasfurnace. Jetzt müssen wir den Zwerg oben nur noch rauslassen. Nicht unbedingt aus Platinbarren. Nein, danke. Bitte aus. Granitblock versteckt sich mal wieder. So. Bevor wir es weiterlaufen lassen, hier nach oben. Welche Tür war das? Die da. Du L. Und weiterlaufen lassen. Mal gucken, ob es noch rechtzeitig ist. Und mal gucken, ob genau der Fehler war. Aber es wird auf jeden Fall Sinn machen. Auch wenn ich mich nicht wirklich erinnern kann, schon mal jemanden zum Glas-Furnace hab laufen sehen, um Artefakte herzustellen. Meistens ist ja echt entweder die Metallschmiede, der Crafts Dwarfs Workshop oder ganz selten mal der Carpenter. Das war's dann auch schon. Aber vielleicht habe ich auch zu lange nicht Dwarf Fortress gespielt. Hat sich ja einiges geändert im letzten Jahr. Beziehungsweise zwei. Das ist schon wieder suspended worden. So. Händler können gleich auch wieder abhauen. Was machen unten die Bauarbeiten? Die wurden unterbrochen. Die können wir gleich mal wieder aufnehmen. So. Noch ein interessanter Oh, es war wirklich das Ganze. Unser Hammerzwerg hat den Glasfurnace geclaimed. Sehr schön. Vielen Dank nochmal für den Tipp. Das hätte ich echt nicht gedacht. Aber ja, ein Zwerg mehr, der noch lebt. Genau. Ich war gerade bei einer anderen Sache, die vorgeschlagen wurde. Und zwar, dass wir einfach ganz, ganz vielen Zwergen den Miner-Befehl geben, die eine Pickaxe in die Hand drücken und dann den Untergrund ausschaufeln. Klingt jetzt ein wenig befremdlich, aber das macht echt Sinn. Also momentan ist der Untergrund ja gefährlich, weil hier erstmal Spinnen spawnen können, diese Forgotten Beasts und was weiß ich. Aber die Gegner an sich sind nie das Problem. Das Erkennen, dass die Gegner da sind und wo die Gegner sind und wo sie herkommen, das ist das Problem. Weil das ist ja das Ganze, wie ihr hier sehen könnt. Hier ist eine Etage, da unten ist eine Etage. Wenn da etwas ist an Gegnern, sehen wir das von hier aus nicht. Das heißt, ich muss durch jede Etage durchblättern. Und da die sich ja überlappen und untereinander durchgehen und so weiter, ist es ganz schwer, eine Übersicht zu bekommen. Wenn wir jetzt aber hier oben anfangen würden und alles abtragen, also wirklich alles, was da ist, das dauert erstmal Ewigkeiten. Wir bekommen aber tierisch viele Ressourcen.
Wir werden wahrscheinlich auch jede Menge Zwerge verlieren, weil sie angegriffen werden, aber hey, wir haben ja genug. Und der Hammerzwerg fängt gerade an. Jo, sehr schön. Also ja, wir werden wahrscheinlich auch Zwerge verlieren, aber momentan läuft es ja relativ gut. Das heißt, wir können es uns in Anführungszeichen leisten, welche zu verlieren. Und dann hätten wir später, also langfristig, worum es ja primär uns geht, einen wesentlich sicheren Untergrund. Es wäre nicht sehr realistisch, also das Ganze so auszubuddeln, vor allem über mehrere Etagen auszubuddeln. Ich weiß auch nicht hundertprozentig, wie das mit der Stabilität aussieht. Ich habe ja ganz am Anfang mal erwähnt, dass wenn man die Räume, also wie unseren Turm hier zum Beispiel, wo ist unser Turm? Da ist unser Turm. Also wenn wir den jetzt noch wesentlich größer gemacht hätten, könnte es Instabilitätsprobleme geben. Es müssen immer tragende Säulen da sein. Das heißt, wenn wir jetzt hier anfangen würden, da zu channeln und danach da zu channeln, würden die Felder hier nur von zwei Seiten gehalten werden, da würden die einbrechen und andere Felder um sich herum mitziehen. Aber wenn jetzt alles auf einmal quasi ausgechannelt wird und drumherum immer tragende Wände sind und wir beim Channeln auch vorsichtig sind, also nach und nach immer eine Reihe als Befehl geben und nicht das Ganze einmal rüberziehen, dann müsste es eigentlich klappen. Aber ich sehe schon den ganzen Turm darunter rattern, das wäre nicht so toll. Aber ich glaube, wenn der ganze ganze Turm runterrattern müsste oder sollte, könnte, wie auch immer, dann müssten wir hier oben einen Fehler machen. Wenn wir hier jetzt runterchanneln würden und da runterchanneln würden, dann würde die Platte hier, glaube ich, einstürzen und wahrscheinlich bis zu dem Bereich hier alles mitziehen. Also von da, ich kann es mir kurz markieren, mit nicht einem Channel-Befehl. Okay, machen wir mit meinen. Von da bis hier. Dieses Viereck, was aufgespannt wird, das würde dann wahrscheinlich runterbrechen, wenn wir hier außenrum wegchanneln. Die Platte stürzt dann runter auf diese Platte hier. Und die ist ja nur an den Seiten gehalten von dieser Wand. Darunter ist ja nichts. Das heißt, da die obere Platte mit ganz schöner Wucht dann runterdonnert, fällt die Platte auch durch. Dann falten beide Platten auf die nächste Platte und so weiter, bis das ganz unten angekommen ist. Und alles dazwischen wäre einfach nur weg. Wird atomisiert, da bleibt nichts mehr von über. Nur noch ein paar Steine bleiben am Ende liegen. Also ja, wenn wir ganz oben den Fehler machen würden. Wenn wir jetzt aber unten anfangen, erstmal haben wir noch hier unseren kleinen Korridor dazwischen, der stabilisierend wirkt, daher überall Wand ist. Wenn wir also hier jetzt anfangen würden zu buddeln, das Schlimmste, was passieren könnte, meiner Meinung nach, wobei ich ja wie gesagt nicht so der Super-Experte bin, könnte nur die Etage hier unten einmal runterplumpsen. Und da ist ja nichts drin. Also ja, mit dem Gedanken werde ich echt eine Weile schlafen gehen und überlegen, wie viel Arbeit das ist, wie viel uns das bringt. Aber Übersicht ist für mich echt sehr wichtig. Und ich denke mal für euch auch, denn dieses Let's Play zu verfolgen muss irre schwierig sein. Ich selbst habe zwar auch von Captain Duck zum Beispiel alle Folgen geguckt von seinem Dwarf Fortress Let's Play und Tutorial, aber ich habe das dann nur so nebenbei geguckt. Weil wirklich aktiv das zu verfolgen muss sehr anstrengend sein. Und außerdem mochte ich seine Stimme eigentlich viel lieber als den Content, aber ja. Aber ja, alles, was der Übersichtlichkeit hilft, ist, glaube ich, eine gute Sache für uns. Das Einzige, was dagegen halt spricht, ist die Gefahr des Einsturzes und dass einem zwei Zwerge sterben müssen oder werden. Aber das kann ich ja vorher einstellen. Ich nehme dann einfach Zwerge, die frisch zugewandert sind, die also noch nicht zu viele Freundschaften haben, die dann durchdrehen könnten. Die kriegen nur den Miner-Befehl und auch keiner mit besonders guten Skills. Und dadurch würden wir den Schaden schon mal minimieren. Also ja, klingt soweit sehr gut. Gucken wir mal wieder hoch. Ich sollte auch mal das Spiel inzwischen, während ich die ganze Zeit rumverlaber, weiterlaufen lassen, sonst schaffen unsere Zwerge gar nichts. Weil ich würde schon ganz gerne wissen, was für ein Artefakt da jetzt rauskommt. Oh, und unsere Holzvorräte sehen sehr schön aus. Dann machen wir doch gleich mal JM. Wir hätten gerne Make Charcoal. 30 Stück. So, immer wieder reinschmeißen, sehr gut. Unsere Miner hier sind eh schon Meisterminer. Die sind ja auch fleißig am Blinken. Dieses blaue Blinken. Das heißt, die können fast gar nicht mehr aufsteigen. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall mal den Job umverteilen. Ich denke mal an unsere Hammerzwerge. Und auch die zukünftigen Hammerzwerge. Weil der Miner-Job steigert ja tierisch die Stärke und die Ausdauer. Ich glaube auch die Agilität, bin ich mir nicht sicher. Und das können sie auf jeden Fall vertragen.
Ja. So, Händler sind immer noch da. Das Ding da unten wird schon wieder abgebrochen. Warum ist das da? Oh, ich glaube, da liegt was drauf, was verboten ist. Ja. Da ist ein Goblin gestorben und seine Sachen wurden verboten. Das wird mal alles aufgehoben. Was haben wir hier noch? Ein Silberbolzen, den können wir auch mal aufheben. Und ein Mahagoni-Eimer. Dieser Mahagoni-Eimer war das Ende von dem unaussprechlichen Nummer 2 oder 3. Warum auch immer der immer noch da liegt. Ja, schon komisch. Aber na gut. Wir haben immer noch 77 Arbeitslose. Mit einem Argument dafür, dass wir den Boden total ausheben. Wir haben weniger Arbeitslose. Denn Arbeitslosigkeit macht unglücklich. Das ist nicht nur in Real Life so. Und die ist wohl wieder suspended, das ist okay. Also ja, wenn die Leute zu lange nichts zu tun haben, dann werden die auch grumpig. Vor allem, wenn man später die Economy einschalten würde, was ich auf keinen Fall machen werde. Also Economy ist das Wirtschaftssystem von Dwarf Fortress. Das sollte man als Anfänger ja unbedingt ausschalten, weil dann wird ab einer gewissen Anzahl von Zwergen die Wirtschaft eingeschaltet. Das heißt, jeder Zwerg verdient Geld, wenn er arbeiten geht. Und gibt das Geld aus für seine Wohnung. Das heißt, er muss Miete zahlen und so weiter. Das heißt, wenn er dann irgendwann mal nicht genug Geld verdient, also nicht genug Aufträge für seinen Job verteilt werden, kann er sich seine Wohnung nicht leisten und muss dann aus seiner Wohnung ausziehen. Was dann auch negative Gedanken fördern kann. Und teilweise kommt es auch zu sehr obskuren Sachen. Also dass Leute tierisch reich werden und dann alle Sachen aufkaufen und die anderen Zwerge können nichts mehr haben. Und das ist absolutes Chaos. Aber gut, wir haben einen grünen Glastisch erstellt. Das klingt doch sehr schön. Der ist schon mal 75.000 Zwergendollar wert. Das ist ordentlich. Und ich gucke mal kurz, ob irgendwas Besonderes dabei ist. Ein Bild von Curled Peaks in Kaolit-Mechanismen. Ach nein, Curled Peaks ist ein Kaolit-Mechanismus. Okay. Dann noch ein Bild von Gospo Homedebs, dem Menschen, und Freckle Dabblers, dem Riesenlöwen. Okay. Freckle Dabblers schlägt Gospo zu Boden. Dieses Kunstwerk bezieht sich auf die Tötung des Menschen Gospo Homedebs durch den Riesenlöwen. In den aggressiven Hügeln oder den gefährlichen Hügeln im Jahre 123. Schön. Ist jetzt für mich nicht so was Besonderes, außer es war irgendein König. Aber naja. Was recht schön ist, wenn man zwischendurch halt auch den Adventure-Modus spielt, den ich ja noch gar nicht gezeigt habe, und dann sein Name von dem selbstgespielten Zwerg in solchen Geschichten auftaucht. Das ist schon ganz cool. Und wir haben noch ein Bild von Feral Through, dem grünen Glastisch. Er hat ein Bild von sich selbst, aus sich selbst, meißeln lassen von einem Zwerg. Das ist ein echt komisches Artefakt. Ja, das Bild ist ein... Auf dem Gegenstand ist auch noch ein Bild von einem Schweineschwanz aus Giraffenleder. Man muss den Random Generator echt lieben bei Dwarf Fortress. Aber gut. So, das Artefakt hätten wir auch. Dann machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut. Und in der nächsten Folge gucken wir weiter. Also bis gleich.